Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Heute möchte ich euch gern den neuen Star in meiner Küche vorstellen. Lange habe ich mir's überlegt und jetzt habe ich mich doch für den Angel Juicer entschieden, weil ich habe anfangs Probleme gehabt, also mit dem Aussehen habe ich gedacht, der ist ja viel zu groß für mein kleines Küchel. Aber so groß ist er eigentlich irgendwie gar nicht. Ein bisschen größer ist er schon wieder Severin, aber das passt also wunderbar. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, ja, der Severin war gut fürs Anfangen und jetzt möchte ich dir doch einmal einen richtig hochwertigen, qualitativ super tollen Saft haben mit viel Ausbeute und dass da alle Nährstoffe und Mineralien drin sind. Und deswegen der, wie man sagt, der Mercedes unter den Entsaftern. Und zwar habe ich mir den 5500er gekauft. Da gibt es nur zwei andere, einen 7,5er und einen, glaube ich, einen 8,2. Und der kostet ursprünglich 1190 Euro. Ich habe ihn aber über den Kanal von Raw Future bestellt, über den Marlon. Und da habe ich, der hat gerade so eine Aktion gehabt mit 10% Rabatt. Und da bin ich genau reingeschlüpft. Das war unglaublich ein Riesenglück. Und habe dann im Endeffekt 1.071 Euro bezahlt. Gell? Man könnte das in, ich glaube, in 10 Raten bezahlen. Und zwar zinslos. Gell? Also wenn eigentlich das zu viel ist irgendwie auf einmal, das kann man also so monatsweise abzahlen. Das ist eine tolle Sache. Finde ich gut. Und so schaut er aus. Und man kriegt da ein Serviceheft dazu. Eine Gebrauchsanweisung. Ich habe es jetzt auf Englisch gekriegt und habe es jetzt auf Deutsch nachbestellt. Und dann kriegt man geschenkt ein solches tolles Buch, ich habe das schon gehabt, Frische Frucht- und Gemüsesäfte vom Norman Walker, ein tolles Buch. Und diesen Saftbehälter, der ist aus Glas, der ist auch ein Geschenk. Das Ganze habe ich bestellt bei der Firma Green Powers Chiemgau über slowjuice.de und ich tue euch das Video von dem Marlon von dem Raw Future Kanal unten in meine Videobeschreibung, weil da ist es sehr kostbar, da sind nämlich mehrere Videos dabei, wo man sich ganz genau ins Detail anschauen kann, wie die Reinigung ist, der Aufbau, der Abbau, also Zusammenbauen und so weiter und ein paar so andere Sachen, das habe ich mir auch angeschaut am Anfang, um es zu sehen, wie es funktioniert. Und bei mir seht ihr jetzt heute, wie ich meinen ersten, das heißt meinen zweiten, ich habe gestern schon einmal einen Saft gemacht, herstelle. Also ich bin nur ziemlich blutiger Anfänger, aber das ist egal. Jeder fängt mal an. Aber ich habe schon Erfahrungen ja mit dem Severin. Und ja, jetzt lasst euch überraschen und habt einen Spaß dabei. Eine große Schüssel Wildkräuter. Seht ihr das? Thank you.
jetzt einmal den Stampfer da, weil das geht alles von selber rein. Toll. Kirsch, Brennnessel, Löwenzahn. Jede süß. Spitzwegerich, Brombeerblätter. Alles süß. Gänsefingerkraut. So. Und heute habe ich Karottengrün. Zack und weg. Toll. Und jetzt kommt mein Gras. So, und ja, also, das ist schon Oberspitze, diese Menschenschüsse. So wird das dann, die Gräser, mag er auch, kein Problem. Oh. Ich schlug dann wieder so bleiben bei mir. So. Und der Stangensellerie. Dann muss man ein bisschen anschieben. Genial, also frische Erde, obergenial. Toll. Kommt der Fenchel.
Und hier habe ich noch Johanniskraut gefunden, das wollte ich euch sagen. Das ist nicht hübsch. Das ist gut für Nerven, das Johanniskraut. Rote Beete. Da hinten noch ein Lüfter, um den Motor ein bisschen runter zu kühlen. Den kann man ja auch ausschalten. Ja. Wenn das stört. So schaut der Dresdner aus. Und das ist mein Saft. Super toll, oder? Genial. Der kommt jetzt sofort in die Reinigung. Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr es gesehen, wie toll der funktioniert, gell? Das geht alles ratzfatz rein und ohne großes Angeschiebe. Teilweise also beim Gemüse, wenn es ein bisschen zu groß ist, muss ich schon anschieben, aber die Wildkräuter und das Gras und das Karottengrün hat der ja ganz von selber Ätzung, gell? Und das ist toll und er schmeckt super und ich bin begeistert. Ja, und meine Lieben, zur Reinigung, zum Zusammenbau und zum Auseinanderbau und zur Reinigung kriegt ihr extra von mir ein Video, gell? Ich wollte es eigentlich zusammenfassen, aber das war dann zu lang geworden und dann machen wir da ein extra Video, gell? Meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, dann danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben, wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt. Und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, macht ihr Säfte, das reinigt eure Blutbahnen, euer Blut und euren ganzen Körper, der wird damit gereinigt. Natürlich fällt der Dresdner auch, aber mit dem kann man ja auch Cracker machen, wenn man das möchte. Oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, dann verbleibe ich für heute. Alles, alles Liebe, macht es gut, bleibt gesund. Servus, für dich.